zu verkaufen. Dreadlocks, 200 Euro. 33 Dreadlocks zu verkaufen. Versand möglich. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ihr habt mir wieder in meine Instagram-DMs wunderbare Screenshots von euren eBay-Kleinanzeigenfunden geschickt. Und wir wollen natürlich heute mal wieder schauen, was wird dort verkauft, was ist vielleicht für uns ein super Angebot. Zückt auf jeden Fall die Kreditkarte. Ich denke, wir werden heute die ein oder andere Sache auf jeden Fall kaufen. Eine Pleister-Igen mit 4 Spielen dazu mit 2 Kontrolle. Eine Pleister-Igen mit 4 Spielen dazu mit 2 Kontrolle funktioniert einbahnfrei. Die PlayStation. Wahnsinn, genau diese PlayStation habe ich mir immer gewünscht. Verkauft wird Lego Star Wars irgendwas? Will kaufen. Sie ins Fluss gefallen oder warum nicht antworten? Hallo, Sie noch da? Ich brauche das wirklich. Will ins Lego investieren. Warum antworten Sie nicht? Ich nicht verstehen. Ich habe ganz höflich gefragt, dass ich Interesse habe und Sie mich ignorieren. Wenn Sie das Lego nicht verkaufen wollen, stellen Sie die Anzeige ein. Ich werde Sie in Ihren Träumen aufsuchen, Sie kleiner Trödelverhöker. Und du bist gerade mal eine Woche im Urlaub, guckst du auf dein Handy. Aber checkbar, wenn man im Lego-Game investieren möchte, muss man schnell sein. Aber so nicht, Freundchen, ich würde den bannen wegen Beleidigung. Oh, ey, Wul... Vagi-Kunst aus Ton. Selbst gefertigt. Räucherstäbchen halt. 15 Euro Verhandlungsbasis. Diese wunderschönen, selbstgeformten Unikate dienen als Deko, Räucherstäbchenhalterung für Kerzen und können auch an die Wand genagelt werden. Jede Wunde ein Unikat. Sie sind aus rotem Ton geformt, glasiert und zweimal gebrannt. Preis pro Stück. Wow, das ist wirklich das wunderschönste an Kunst, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Wenn ich eine Sache an die Wand nageln würde, dann das hier. Entschuldigung, Timon, was ist denn das eigentlich da für Kunst an der Wand? Ja. Frag nicht. Ein Zuschauer wollte diese North Face Gucci Jacke verkaufen. Moin, was ist Ihr letzter Preis? Fängt ja schon mal gut an. Was brieten Sie denn? Ich glaube, er meinte bieten. 10 Euro. Mit 10 Euro gebe ich die Weste lange nicht ab. Für wie viel denn? Was ist Ihr letzter Preis? Es ist ein Original, dementsprechend definitiv nicht unter 1200 Euro. 1200 für eine gebrauchte Weste. Sie wurde einmal getragen und ist ein Original aus der Kollaboration von The North Face und Gucci. Wenn Sie mal im Internet schauen, sehen Sie, wie teuer die sind. Bedeutet jetzt, mein letzter Preis wäre 25 Euro. Ja, okay, ne, also es ist unfassbar teuer und viele Menschen geben sehr viel Geld dafür. Aber come on, schon getragen. Aber ich finde gut, dass er gucken konnte, wie ist der Originalpreis und dann sein Gebot nochmal um 15 Euro gesteigert hat. Mehr als 100%, wer da nicht zuschlägt, einfach dumm. Kleiner Tipp von mir. Einfach keine Designerklamotten bei eBay verkaufen. Stopp, danke dir. WhatsApp-Gruppe Hexengarten zu verschenken. Hier geht es um magische Kräuter, also Kräuter, mit denen man Rituale und Co. macht. Giftpflanzen und außergewöhnliche Kräuter gehören hier dazu. Giftpflanzen? Also, ich will jetzt niemandem hier irgendwelche Qualifikationen absprechen, aber ich würde, was giftige, tödliche Pflanzen angeht, niemandem von eBay Kleinanzeigen vertrauen. Hä, was denn? Ja, probier doch mal. Küchenschrank zu verschenken. Hallo, kannst du morgen Abend Küche zu mir bringen? Nur abholen. Ja, und mir bringen bitte morgen. Nein, wann kommst du abholen? Morgen zu mir bringen. Komm am Samstag abholen. Samsung geht nicht. Ich brauch morgen. Ich kann morgen nicht. Bring heute 18 Uhr zu mir. Mein Auto ist zu klein. Komm du sie abholen. Ich habe Fahrrad. Kannst du Auto ausleihen beim Baumarkt? Nein! Ah, warum schreibt ihr noch mit solchen Leuten? Also du willst mir was schenken. Kannst du bitte auf deine Kosten noch einen Mietwagen mieten? Genau. Ja, und wenn es geht, bis heute 18 Uhr, ja, ich brauche die. Also meine Eltern kommen und ich muss noch was kochen. Und wenn er die dann liefert, muss er die auch noch aufbauen und anschließen. Bitte aber dann richtig, ne? Hier muss er auf den Anschluss achten. Ärgerlich, wenn man ein Fahrrad hat, aber leider die Küche zu Hause haben möchte. Ja, der kann das doch bestimmt irgendwie einrichten. Sandkasten zu verschenken. Wir verschenken unseren coolen Sandkasten. Auch als Hochbeet benutzbar. Der coole Sandkasten. Junge, was ein barbarmäßiger Sandkasten. Jedes Kind im Umkreis von 380 Kilometern kann sich glücklich schätzen, in diesem geilen Kasten zu spielen. Das ist kein Unkraut, was darin wächst, ja? Das ist ein Add-on. Vielen Dank, Heike, für dieses mega geile Geschenk auf eBay. Also ich würde es nehmen, ja, vielleicht kannst du es mir vorbeibringen. Also den Transporter kannst du im Baumarkt mieten dafür. Pandora Harry Potter Patronus Charm aus Silber, 925er, neu, 99 Euro, Versand möglich. Und darunter eine Anzeige für den Anhänger für 31,95 Euro. Beides gute Angebote, ich wüsste nicht genau, wo ich zuschlagen sollte. Ja gut, ich habe jetzt hier diesen Anhänger. Aber ich brauche 100 Euro. Ich hätte da, glaube ich, eine Idee. Schade, eBay Kleinanzeigen. Leider ist dein Algorithmus zu gut. Man kann es ja mal probieren, ne? Guten Tag. Geht 70 Euro? Ich wohne in Berlin. Wenn es geht, komme ich. Nein, wird nur für 100 verkauft.
Top! Hallo! Guten Morgen! Geht 70 Euro? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, nein, nur für 100. Nein, danke! Wie, was? Nicht nur, dass er plötzlich an spontaner Amnesie gelitten hat. Ne, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Ja, du siehst ja, wenn du mit den Leuten schreibst, den Chat, der schon darüber steht, offensichtlich auch verlernt zu lesen. Aber Bruder, wenn du noch 3-4 Mal nachfragst, vielleicht macht er für 70. Catcar, Top-Zustand, 5 Euro Verhandlungsbasis. Hiermit biete ich ein Catcar im Top-Zustand für 5 Euro. Alle Teile sind dabei. Das geile Catcar. Bruder, wo sitzt man da? Aber man muss sagen, es ist nicht gelogen. Man bekommt wirklich alle Teile dabei. So, hier ist das Catcar und hier ist dann der Sitz und hier ist dann dieses andere Teil, wo auch immer das hinkommt. Ja, viel Spaß, ne? Tschüss! Ich finde aber geil, dass man sich noch dazu hinreißen lässt, Top-Zustand zu schreiben. Ey, wenn jemand blind ist, der sieht das Foto nicht. Für den gutes Angebot. Oh, ey, nee. Der Bayernwald-Prophet, Hellseher, Kartenleger, Medium, 119 Euro. Klingt schon äußerst vielversprechend. Vor allen Dingen, wenn man als Anzeigebild einfach ein Foto von sich nimmt. Ich biete Ihnen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen des Lebens tiefgründige spirituelle Beratung an. Meine Beratungen sind stets begleitet mit Herzlichkeit, Leichtigkeit und respektvollem Verständnis für jede Ihrer Herausforderungen des Lebens. Sei es Kartenlegen, Hellsehen, Channeling, geistiges Heilen, spirituelles Coaching und vieles mehr. Gemeinsam finden wir den idealen Weg für Sie. Meine qualitativen, treffsicheren Prognosen der zukünftigen Ereignisse, die zeitgleich in Erfüllung gehen, belegt sich mit der höchsten Zufriedenheit meiner Stammkundschar. Beratung unter so und so, Kostenpunkt 119 Euro je 20 Minuten. Was? Bodenlos. Bruder, das ist ein Stundenlohn von ziemlich viel. Ja, ich merke, es kommen harte finanzielle Zeiten auf dich zu. Du wirst sehr viel Geld in den nächsten 20 Minuten verlieren. Wow, du bist so ein toller Hellseher. Aber ich möchte mich darüber nicht lustig machen. Ja, das ist ein Job, der wichtig ist in der heutigen Zeit. Ja, du hast vielleicht ganz schlimme Bauchschmerzen, Krämpfe, gehst zu dem hin und danach weißt du, okay, ich kann mir dann nicht mal mehr die Arztrechnung leisten. Und ich finde auch gut, dass er einfach alles kann. Was früher Menschen zu gottgleichen Wesen gemacht hat, wird jetzt auf eBay Kleinanzeigen angeboten. Ja, Leute, ich bin Hellseher. Also, wer was hell gesehen haben möchte, einfach melden, ne? Und es ist immer der gleiche Schlag Mensch, der sowas kann. Ich bin beeindruckt. Warum trifft es mich nicht? Sony Bluetooth-Kopfhörer. Können Sie für 25 Euro verkaufen? Tut mir leid, habe die Nachricht erst jetzt gelesen. 25 Euro ist mir zu wenig. Schade, ich wollte gerne kaufen. Ich bin Student. Deswegen kann ich neue kaufen. Tut mir leid, ich bin aber selbst Studentin und kann das Geld gut gebrauchen. Sorry, ich habe nicht gesehen. Bist du Mädchen? 30 Euro? Warte, was? Das ist aber nicht der Gender Pay Gap, von dem alle reden, oder? Du kriegst 5 Euro mehr, nur weil du ein Mädchen bist? Also ich verkaufe diese tolle Fernbedienung. Ich bin auch ein Mädchen. Wenn das einzige Kriterium ist, um einen besseren Preis auf eBay zu erzielen, Jungs, ihr wisst, was zu tun ist. Ei zu verkaufen. 500 Euro Verhandlungsbasis, nur Abholung. Biete Ei zur Selbstabholung. Hä? Ist das jetzt so ein Code für, hey, du kannst bei mir Drogen kaufen? Oder geht's halt wirklich darum, dieses Ei zu verkaufen? Oh, wo kriege ich jetzt ein Ei her? Ich hätte 500 Euro und kein Ei. Was mache ich nur? Sir, genau dafür habe ich was für Sie. Reifen 28 Zoll, Fragezeichen und Poolleiter 1 Hälfte zu verschenken. Verschenke ein Rad vom Holland-Fahrrad, dicht, kein Loch und hart aufgepumpt. Und eine Leiter für den Pool, aber nur eine Seite. Beides zusammen oder nix. Sorry. Und ein Foto des ganzen Konglomerats. Wieso wird das Ganze nicht einzeln verkauft? Ja, guten Tag. Ich bräuchte einen Reifen für mein Fahrrad. Ja, klar, kein Problem. Also, das klingt jetzt vielleicht blöd, aber also ich bräuchte auch eine Leiter für meinen Pool, aber nur eine Seite. Sie werden es nicht glauben. Ich bin mir sicher, es gibt einen Haufen Menschen, der dieses große Angebot auf jeden Fall braucht. Das ist wie so ein Schlüsselmacher, der auch deine Schuhe reparieren kann. Ich verstehe. TV Smart Telefunk 50 Zoll. TV, alles okay, ohne Probleme. Und das freut mich einfach für ihn, ja? Obwohl das Ganze nicht so einfach ist. Als Smart TV versteht er es einfach. Da hat jemand die Gebrauchsanweisung sehr gut studiert. Also nee, ich will das jetzt nicht verkaufen hier. Ich wollte nur sagen, dass ich das verstehe. Ja, GG, Bruder. IKEA-Tisch für kreative Bastler aufwertbar. 10 Euro Verhandlungsbasis. IKEA-Tischplatte, leichte FIFA-Gebrauchsspuren, weiß. Die IKEA-Tischplatte. Ach, ist ja gar kein Problem, ja. Da kommt eh ein Mauspad drüber, dann sieht das keiner mehr. Wenn du dann einmal aus Versehen so abrutscht und in deinem Tisch versinkst. Nee, das kann man flicken. Einmal so ein Ernie- und Bert-Aufnäher drüber, ein bisschen drüber bügeln, kein Problem. Kann ja auch passieren bei FIFA, dass man sein ganzes Mobiliar zusammenschlägt. Also dafür würde ich 10 Euro ausgeben.
ausgeben. Und dann gibt es Sachen auf eBay, die sind im großen Stil zu verkaufen. Die sind teuer. Immobilien. FSK 18. Achtung, nicht anschauen, wenn Ihnen schnell übel wird. 55.555 Euro Verhandlungsbasis. Wohnfläche 666 Quadratmeter. Zimmer 15. Badezimmer 2. Wir verkaufen dieses total vermüllte, vollkommen dreckige, elendige Haus, in dem Messis und Müllabfuhr sich die Hand gegeben haben. Das ist die absolute Herausforderung für Individualisten. Du hast keine Freunde oder willst deine Freunde vertreiben, dann bist du hier, genau richtig. Krempel die Ärmel hoch und finde hier eine Herausforderung. Sämtliche Ausstattungsmerkmale sind defekt, gestohlen oder nicht mehr vorhanden. Wenn dir diese Horrorfotos noch nicht reichen, schau dir dieses Horrorvideo an. Und dann gibt es einen Link zu YouTube. Ich guck da jetzt. So. Nein! Ah! Dieses Video ist nicht mehr verfügbar. Ich denke mal, irgendein Glückspilz wird das Haus gekauft haben. Ich bin reich! Ja, genau so verkauft man wirklich Immobilien. Herzlichen Glückwunsch an den, der sich das schnappen konnte. Schade, hätten wir einfach alle zusammengeworfen und uns das zusammengekauft. Wenn jeder ein bisschen anpackt, komm, viele Hände, schnelles Ende und dann einfach eine LAN-Party rein. Vielen, vielen Dank für eure ganzen wunderbaren Einsendungen. Falls ihr ebenfalls noch welche habt, schickt sie gerne. Das war's von mir. Ich gehe jetzt zum Baumarkt fahren. Ich muss noch eine Küche transportieren. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.